Ihr lieben Stiere, wir schauen in euren neuen Monat, in den November, für das Kollektiv der Stiere. Und ich bin gespannt, was sich für euch zeigt, welche Energien zur Verfügung stehen. Und wir haben hier eine sehr schnelle Energie, eine rasche Energie. Eine Energie, die dich aus Belastungen rausbringt, die dich aus Stagnation rausbringt, die dir auch irgendwie auf der seelischen Ebene ein bisschen Erleichterung bringt. An sich viel Veränderungen und viel Konflikte, die du beenden kannst, ne? Hier geht so ein bisschen eine schwierige, stagnierende Zeit zu Ende, löst sich auf. Ich habe hier das finanzielle Wachstum für euch drauf, finanzielle Veränderungen. Irgendetwas stabilisiert sich hier auf dem finanziellen Bereich. Ich sag euch gleich mehr, ihr habt die Wunscherfüllungskarte dabei. Also durchaus auch mal einen Monat, wo Wünsche in Erfüllung gehen können, wo Träume verwirklicht werden, wo man sich etwas gönnen kann. Die Liebe wird hier angezeigt, die Harmonie in der Liebe. Einige können auch einen Kampf, ein Schwert niederlegen, dass sie mit dem Thema Liebe oder Verletzungen auf dem Bereich Herzensangelegenheiten haben. Ich habe hier Veränderungen von euch, die auch von außen angetriggert werden. Die kommen über den Beruf, über euer Umfeld, die hier mit der Sonne ganz gute Energie bringen. Erstens mal fühlt ihr euch getragener, zweitens mal stabiler. Für einige ist die Arbeit im häuslichen Bereich angezeigt. Kann natürlich auch sein, du machst sowas von zu Hause aus oder es gibt zu Hause viel zu tun. An sich guckt ihr hier in eine Energie, die sehr stabil ist, ne? Die tragfähig ist, die da wechselt etwas schnell in ein gutes Fundament, nennen wir es so. Es kann sein, ihr habt viel zu tun, aber ihr tragt es ganz gut. Das Fundament dafür ist da. Einige von euch können ja auch finanzielle Verluste aus der jüngeren Vergangenheit ausgleichen. Und ihr habt ja auch sehr viel klärende Energie, die aus Partnerschaften kommen können oder Schwierigkeiten aus Partnerschaften. Da, wo was eingeschlafen ist oder wo sich nichts bewegt hat oder wo es auch Rückzug und Konflikte gab. Die können mit euch selber zu tun haben oder aber mit Gegenübern. Das kommt hier mehr in den Fluss. Es kann allerdings sein, dass ihr hier plötzliche Wenden erlebt, ne? Etwas, was lange gedauert, geht schnell in die Bewegung. Ist auch ein bisschen mit Flexibilität verbunden. Also ihr müsst flexibel sein in den Richtungen, denn da kann man auch schon sagen, rechne so ein bisschen mit dem Unerwarteten. Für einige von euch gibt es Dinge mit den Ämtern und Behörden zu klären. Das kann hier was mit dem Thema Haus, Arbeit oder Geld zu tun haben. Besitz, ne? Und an sich habt ihr hier mit dem Schlüssel in der Spiegelung vielleicht auch nur im kleineren Bereich, aber ihr habt ja eine Wunscherfüllung, die euch mehr Sicherheit bringt, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr auch das Gefühl nicht mehr habt, ihr seid karmisch ausgebremst oder das Schicksal gönnt euch irgendetwas nicht. Ihr habt auch eine Warnung drauf, ihr lieben Stiere, bei allem, was mit dem Thema Papier, Geld und Nachrichtenaustausch mit anderen Personen zu tun hat, seid ihr hier aufgefordert, genau hinzugucken, zwischen den Zeilen zu lesen.
euch nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen bei irgendwelchen Sachen, die ihr kommuniziert. Also steht für euch ein. Guckt euch Papiere, Verträge, Bücher, alles genauer an. Ihr kommt in einen Flow wieder rein. Hier habt ihr den gebundenen Pfad, das passt sehr gut. Denn hier kommt eine schnelle Bewegung. Die Seele fühlt sich ausgeglichener, fühlt sich mehr nicht so gegen den Strom oder gegen das Hindernis, sondern sie ist in ihrer natürlichen Bewegung hier drin. Das heißt natürlich auch, dass das Leben dir hier Situationen zuspielt, wo der Weg irgendwie gerader wird und wo sich Ziele auch abzeichnen für dich. Etwas, was du endlich erreichst und was auch wieder neue Ermutigung mitbringt, weil hier war sehr viel Schwierigkeit oder Stagnation oder Verzögerung. Ja, man nennt es hier vielleicht auch den Weg, der viele Kurven mit sich bringt. Und es geht hier ein bisschen auch darum, die Kontrolle loszulassen über bestimmte Dinge, denn wir können nicht alles kontrollieren und man braucht auch nicht alle Antworten zu kennen, um dass man vorwärts geht. Irgendwo haben wir immer noch Dinge, die wir auch einfach mal so sein lassen müssen. Es wird hier die Lebensreise angezeigt, die hier eine Veränderung sowieso mitbringt. Vielleicht sogar ein neues Kapitel in deinem Leben. Aber du darfst dir hier sicher sein, dass du genau dorthin geführt werden wirst, wo du für dein bestes Wohl sein sollst. Genieß deine Reise, versuche hier auch nichts zu erzwingen. Hier kommen Veränderungen, die du nicht einplanst. Und du hast praktisch die Aufgabe, lieber Stier, dich diesen Veränderungen auch nicht in den Weg zu stellen. Das ist nicht immer so einfach, aber es bietet dir halt eben hier auch ein anderes Fundament. Ein Fundament, bei dem du dich sehr stabil auch fühlst. Wir haben den Papagei für dich. Ich fliege in dein Leben, weil jetzt die Zeit der Kommunikation gekommen ist. Es ist an der Zeit, dich wieder mal mit anderen Menschen auszutauschen. Sei kreativ, denn du hast künstlerische Talente. Ich habe dir hier gesagt, lese zwischen den Zeilen, höre zwischen den Zeilen, guck genau hin. Über die Kommunikation kommen hier einige Erkenntnisse auch zu dir, die in dir was bewegen, etwas auslösen, was dir hier dein Herz erleichtert. Okay, ihr lieben Stiere, das war euer kleiner Monatsausblick. Ich drücke euch bis bald.